Name ist Holger Bargussert von der Berufsfeuerwehr Köln. Wir sind alarmiert worden zum Gasaustritt 1. Das ist unser Einsatzstichwort für einen leichten Gasgebruch, der hier gemeldet worden ist in der Waldstraße. Bei Eintreffen haben wir dann festgestellt, dass Gas aus dem Erdreich ausströmt, vor allen Dingen in den Bereichen der Kanaleinläufe. Mit uns eingetroffen ist auch zeitgleich die Rheinenergie, die gleichzeitig Messungen durchgeführt hat. Dabei wurde festgestellt, dass die Gasleitung im Straßenbereich undicht ist. Die Maßnahmen, die von uns jetzt ergriffen worden sind, ist Absperren. Wir haben die umliegenden Häuser und die Kanaleinläufe kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass für die Hausnummer 179 eine leichte Gefahr für die Bewohner bestand. Die wurden vorsorglich in den Garten evakuiert. Und jetzt laufen halt die Maßnahmen der Rheinenergie zur Erkundung und Detektion der Leckage in der Gasleitung. Und die Feuerwehr ist jetzt noch dafür da, den Brandschutz sicherzustellen. Wie lange wird der Einsatz insgesamt hier verdauern? Einsatzdauer erfahrungsgemäß mindestens noch 4 Stunden, bis das Erdreich ausgehoben ist mit dem Saugbagger. Und weiteres muss man dann sehen, wie schnell die Arbeit vorankommt. Aber eine direkte Gefahr für die Bevölkerung ist auch auf der Straße, gab es so zu keinem Zeitpunkt? Nein.